Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und wir versuchen, dass wir heute die automatische Verkabelung und die Netzwerkgerüste fertig bekommen. Bei den Netzwerkgerüsten haben wir letztes Mal schon gut vorgearbeitet. Die automatische Verkabelung müssen wir komplett neu machen. Das ist aber kein Problem. Ich hoffe, dass wir alle Grundressourcen in der Nähe haben. Beim Kupfer könnte es natürlich ein bisschen eng werden. Da haben wir noch 50 Kupfererz hier. Wir hätten ganz da hinten nochmal Kupferbahn. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt wieder an so einen Punkt gekommen, wo wir tatsächlich neue Grundressourcen ja irgendwie fördern müssen. Aber da hauen wir einfach überall MK2-Bohrkopf drauf, wenn es soweit ist. Müssen wir mal schauen. Aber noch geht's. Eisen haben wir sowieso mehr als genug. Stahl wird halt ein Problem. Und da haben wir schon die MK2-Bohrköpfe. Also, das wird wahrscheinlich das nächste große Projekt, die Stahlproduktion neu aufzuziehen. Die nächste Kohle wäre da hinten irgendwo, entweder hier hinten oder da hinten. Müssen wir mal schauen, so weit ist es noch nicht. Gut, also wir fangen an. Wenn wir das dann haben, dann schalten wir mal ein paar Sachen frei. Aber ich würde sagen, erst alles produzieren lassen, dann kann das schon mal ein bisschen volllaufen und dann freischalten. Und danach kommt es natürlich darauf an, wie lange wir warten müssen. Ich würde schon gerne den Weltraumlift gleich hochschießen und dann so schnell wie es geht Richtung Öl gehen. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach. Müssen wir mal gucken. Gut, also. Wir haben hier die Mehrzweckgerüste. Da fehlt jetzt noch Stahl. Und warum kommen die noch nicht? Eisen ist doch hier. Mein Gott, das Förderband ist ja falsch. Fängt schon wieder gut an. Das geht ja so gar nicht. Ja, aber was habe ich denn da gemacht? Hier muss es, oh mein Gott. Naja, gut. So, gib mir mal ganz kurz fix Strom, bitte. Dann kommst du doch mal weg. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie vernünftig rumkommen, aber ich denke schon. Jetzt passt es, oder? Kommt hier der ganze Eisendraht. Dann werden die Pipes gemacht. Die gehen da rein. Und hier brauchen wir jetzt 75 Stahlstangen. Das Gebäude hier kommt gleich wieder weg. Das war bloß zum Angucken. Statoren und Kabel. Ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, wir bekommen es heute hin. Also. Wir müssen hier ein bisschen umbauen. Wir müssen ein bisschen umbauen, weil wir brauchen ja nochmal mehr von den Stahlbarren und die kommen von da unten. Moment mal. Also, ich brauche hier mehr Platz. Ich würde gern so wenig Förderbänder, wie es nur geht, benutzen. Logischerweise. Das lassen wir erstmal so. Dann kommst du weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Ja, dann kann ich gleich so rausgehen, oder? Ja, das ist besser. Dann machen wir das jetzt hier nämlich folgendermaßen. Und zwar kommt hier ein intelligenter Splitter drauf. Weil ich würde gerne auf dem Förderband auch noch die Stahlstangen drauf haben. Halt, wir stellen es erstmal ein. Wie heißen die denn jetzt hier? Steel Rod, genau. Und hier machen wir alles Unbestimmte. Das passt dann schon. Gut. Also Förderband nach links erstmal weg. Dann hier ein Splitter. Das war wieder nix. Gut, und das lassen wir jetzt erstmal so. So, das sollte vielleicht noch anschließen. Ganz genau, passt. So, hier müssen wir es ein bisschen umbauen. Also das da oben können wir lassen. Wir haben ja das schon eingestellt, dass wir, beziehungsweise, nee, Moment mal, wir müssen ja noch 40 Stahlbahnen irgendwo einsparen. Oder waren das sogar 60? Ich guck mal ganz kurz. Wir brauchen 20 Stahlrohre. 40, okay.
Das heißt, wir gehen jetzt mal hier runter. Oh, das sind wir schon auf. Wir gehen mal auf 5. Scheiße. Dann haben wir 15 eingespart. Fünfundzwanzig. Jetzt passt es, oder? Scheiße, ich habe nicht aufgepasst, wie viel es davor war. Aber jetzt müsste es passen. Also Moment mal, die Anlagen waren beide zu 100%. Wir müssen insgesamt 80 einsparen. Wir merken uns das mal. Das waren 60. Und hier sind wir runter auf 5. Also haben wir hier schon mal 45 eingespart. Und hier waren es 40. Haben wir sogar 75 eingespart. Das heißt sogar, es ist eigentlich noch zu wenig. Mist. Mist, Mist, Mist. Also ich glaube, wir brauchen die Stahlrohre eher als die Stahlträger. Das ist jetzt schon alles sehr, sehr knapp. Also eigentlich mache ich das nicht gerne. Wir müssen nochmal 5 Stahlbahnen einsparen. 12, dann machen wir mal 18%. 17. Mein Gott, 16,9. Oder 16,8. Na? Jetzt. Jetzt kommen halt nur noch 3,33 Stahlträger raus. Das ist nicht viel. Aber das Lager ist voll und ich werde sie nicht so oft brauchen, hoffentlich. Und hier haben wir jetzt halt 5 Stahlrohre. Aber der Stahl ist schon mal da, das ist gut. Dann machen wir jetzt hier mal einen Splitter her. Und hier gehen es 75 Stahlstangen runter. Dann haben wir hier allerdings auch nur noch 5. Also das ganze Stahlzeug, was wir jetzt in der Rückhand haben zum Bauen, ist alles sehr, sehr wenig geworden. Halt Quatsch, nicht 75, sondern 5. Und das Lager ist voll, das passt. Ja, müssen wir mal gucken. Aber wichtig ist eigentlich bloß, dass wir hier ausreichend für den Stahl Schrauben haben. Die werden wir sehr viel brauchen. Also, dann. Wir gucken mal, ob wir es hinbekommen. Wir gehen mittig von der Foundation, dann sehen wir es auch. Und setzen jetzt hier einen Fusionator drauf. Schaut gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, da kommen sie. Wunderbar. Das Band läuft natürlich jetzt gigavoll, weil hinten noch die Hälfte nicht läuft. Ich hoffe, dass die sich jetzt nicht gegenseitig verstopfen. Glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. So, dann bekommst du jetzt gleich mal noch Strom. Und ein Rezept. Wunderbar. Das wird verdammt eng schon wieder. Ah, das geht aber. Dann komme ich hier mit dem Draht noch rein. Gut. Eigentlich müssten jetzt dann bald hier die Stangen. Ja, ganz genau. Wunderbar. Und mit denen. Also ich würde sagen, tatsächlich, wir müssen da vorne mal die Anlage vernünftig hinstellen. Beziehungsweise die Stahlstangen müssen ja hier rein. Machen wir das vielleicht ein bisschen anders, dass wir das unterirdisch machen. Dann habe ich hier oben nicht so viel Förderbänder liegen. Das geht ja hier noch. Ja, ganz leicht. Der ist schief, beziehungsweise falsch gedreht. Ich hätte mir natürlich auch merken sollen, wo die Stahlschrauben runterkommen, die Stahlstangen.
Und zwar hier. Ja, das ist doch perfekt. Oh, was nicht perfekt ist, dass mir die Pferdewände ausgehen. Mist. Aber die sind ja Gott sei Dank gleich da. Gut, und ich hoffe, dass wir in der Zeit, hier mache ich wieder zu, werden wir das alles machen, die restlichen knapp 200 Motoren fertiggestellt haben, die wir für den nächsten Meilenstein brauchen. Den ganzen Rest habe ich schon reingeschmissen, sonst war mein Inventar wieder so übervoll. So, 5 Stacks, hier auch 5. Gott sei Dank habe ich da einmal mitgedacht und die nebeneinander gesetzt. Wenn ich jetzt einmal um die Weltgeschichte reisen müsste, um beides zu holen, wäre natürlich wieder geil gewesen. Übrigens, ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt... Das ist doch schief, oder? Ja, ob ich das jetzt gleich umsetze. Moment, ich mache das schnell fertig hier. Jetzt passt es. Weiß ich noch nicht. Ich hatte ja gesagt, wir tun die Mehrzweckgerüste und die automatische Verkabelung hier einlagern und dann mit der Hand hochbringen. Ich meine, der Weltraumlift ist jetzt nicht gigaweit weg. Wir können die beiden dann einfach fusionieren auf ein Förderband und dann hochbringen. Die Frage ist bloß, dann muss ich aber auch oben die Lager hinstellen. Weil wenn die dann unten volllaufen, die Anlagen laufen natürlich jetzt immer weiter. Das ist kein Problem. Aber wenn die unten volllaufen, dann kann es sein, dass das Förderband verstopft. Also der verstopft auf jeden Fall. Aber wenn es dann zum Beispiel schon die 1000 Mehrzweckrahmen oben eingeflossen sind und es fehlen noch 50 automatische Verkabelungen, ist das Band voll. Wenn wir es mit einem Förderband machen. Das heißt, wir müssten das Lager oben hin machen. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. So. Ach, das ist doch Wahnsinn. Gut. Und somit haben wir jetzt die Mehrzweckgerüste komplett automatisiert. Ist das richtig? Die Stahlstangen kommen. Die laufen jetzt hier rein. Dann werden die Mehrzweckgerüste produziert. Und dann machen wir jetzt hier mit weiter. Gut. Ich würde gerne... Es fehlt mir Blei, verdammt. Das muss ich schnell holen, tut mir leid. Fehlt mir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Ja, ich hoffe, dass dieses Förderband, was wir da unten gelegt haben, jetzt nicht verstopft, dass da jetzt zu viel Stahlbahn reingehen und dann zu wenig Stahlstangen drüber kommen, aber ich glaube nicht, oder? Das Problem ist halt, ich hole schnell das Blei. Das könnte ein Problem werden. Das macht so, glaube ich, wenig Sinn. Was passiert denn, wenn jetzt die beiden Anlagen vollgelaufen sind, die den Stahlbahnen brauchen? Und wenn der Stahlbahn bis nach hinten vollläuft, hinter dem intelligenten Splitter, dann rutscht es zwar immer mal nach, wenn die Anlagen weiter produzieren, aber die Stahlstangen kommen nicht mehr perfekt durch. Weil die ja immer warten müssen, bis das Stahl dann weiter ist. Gut, das müssen wir uns mal beobachten. Das müssen wir anschauen, ob das funktioniert. Das könnte ein Problem werden, ja. So, der läuft auch zu 100%. Ja, wenn die Förderbänder voll laufen, dann bekomme ich immer Schnappatmung. Wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich, genau, ganz genau. Es wäre bestimmt besser, hätte ich hier, weil der Weg ja auch nicht so weit ist, ein separates Förderband gelegt. Wahrscheinlich ist das besser. Das war jetzt ganz schön oft wahrscheinlich. Aber hier schaut es noch ganz gut aus.
Ich weiß halt nicht, wenn der voll läuft und der voll gelaufen ist, dann staut sich die Stahlbahn bis hier auf zum Beispiel und dann kommen die Stahlstangen nicht mehr. Das ist so meine Befürchtung. Das müsste man aber jetzt mal beobachten. So, warum hast du keinen Strom? Das ist doch eine Lüge. Nee, ist es nicht. Gut, also. Dann würde ich sagen, du kommst weg. Du kommst dahin und wir setzen da den Fabrikator. Und hier stellen wir jetzt ein, die automatische Verkabelung. Bäm. So, und die beiden fusionieren wir dann zusammen. Beziehungsweise vielleicht machen wir die beiden auch wieder weg und fusionieren das Förderband zusammen und splitten das oben auf. Also jetzt habe ich ja wieder so ein ähnliches Problem wie jetzt hier beim Stahl. Wenn es ein Problem wird, weiß ich noch nicht. Also Statoren, 10 Stück. Genau, jetzt fehlt Draht. Kupferdraht. Wichtig, nicht Eisendraht. Also Moment mal. Wir brauchen hier 15 Draht. Wir müssen jetzt mal alles kurz zusammenzählen. 15 Draht und hier glaube ich 60 Kabel, genau. Und 60 Kabel. Sind 120 Draht. Und 120 Draht. Ne, mit dem Z machen wir das nicht. Sind, also wir haben 120 Draht hier und da nochmal 30, also 150 Draht. 150 Draht sind insgesamt die Hälfte, also 75 Kupferbahnen. 75 Kupferbahnen, das ist schon nicht so wenig. 75 Kupferbahnen. So, Moment mal, wir haben hier noch 50 Kupfer über. Du machst aus 30 Kupfer 45, das heißt, es fehlen noch 30. Und du machst, also das wären dann 50. Das würde ja genau passen, kann das sein? So, Moment mal, wir haben hier 30 Kupferbahnen. Und 45 sind 75. Das sind die, die wir brauchen, aber haben einen Input. 30 und 20, das sind 50. Das sind genau diese 50. Also man kann auch mal Glück haben. Geil. Dann kann ich hier doch einen Splitter hinsetzen. Dann setze ich einmal keinen Splitter hin. Und dann brauche ich ihn gleich in der nächsten Folge. Unglaublich. Das heißt, wir brauchen wieder. Ich könnte natürlich den jetzt komplett auf 100% machen, aber es macht das wenig Sinn, habe ich das Gefühl. Wir machen einfach nochmal die beiden Schmelzöfen. Eins. Ich setze sie auch direkt nebeneinander, was soll's. Zwei. 45 und hier hatten wir gesagt 30. Jetzt sind wir auf 20, genau. Splitter. Hier brauchen wir jetzt eigentlich keinen Splitter mehr, weil er das Erz aus ist. Beziehungsweise, ja, was soll's. Vielleicht fusionieren wir nochmal irgendwo was drauf. Dann kommt die Zahl weg. Dann sind wir hier jetzt auch auf 100%. Nice. Dann könnte ich schon mal anfangen zum Arbeiten. Dann wird der ganze Bums hier zusammen fusioniert. Wunderbar, und hier geht's raus. Jetzt ist die Frage, wir brauchen insgesamt und vielleicht machen wir das so quer. Oder wir machen es einfach da hinten. Da hinten haben wir super viel Platz. Genau. 30 Draht. Ah, und die müssten eigentlich hier rein. Mist.
machen wir ganz anders. Dreißig, sechzig, neunzig, 150 brauchen wir, haben wir gesagt. 120, 150. 5 mal 15, wir rechnen lieber nochmal gegen. 5 mal 15, 50, 25, 75. Und die kommen hier raus. Was bedeutet, es kommen hier überall die Splitter hin? Ich habe noch ein bisschen Bauchschmerzen mit der ganzen Stahlkonstruktion hier. Muss ich sagen. Es läuft jetzt noch langsam voll. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn es voll gelaufen ist. Es war vorher noch viel weniger und da drüben müsste es jetzt bald voll sein, ja. So. Dann passt das und wir bekommen jetzt noch Strom. Ja, passt doch perfekt. Eins, zwei, schön alles zubauen, dass ich ja keinen Anschluss mehr frei habe und ich mich dann später wieder ärgern kann. Wunderbar. Hier waren es 30, richtig? Genau, also dann kann ich gleich mit dem Förderband. Es wäre klassischer gewesen, wenn der Strom aus dem Weg wäre. Mit dem Förderband kann ich da rein. Dann werden jetzt hier die Statoren produziert. Ich bin schon wieder am Überlegen gewesen, ob ich die ganzen Kabel jetzt mache und die Kabel und die Statoren zusammen fusioniere. Aber nee, der Weg ist zu kurz und die Gefahr ist einfach zu groß. Das machen wir aber auch unterirdisch. Wenn man so viel Platz... Oh. Mist, okay, das ist mir jetzt zu aufwendig. Dann mache ich es nicht unterirdisch. Das heißt zu aufwendig, ihr wisst Bescheid. Und dann kommt jetzt hier einfach dann das Kabelzeug rein. Und hier die Statoren. Perfekt. Dann fusioniere ich die vier jetzt nochmal zusammen. Beziehungsweise, Moment. Muss ich die zusammen fusionieren? Ich glaube schon. Weil ich brauche ja 60 Draht immer, oder? Ja, genau. Sonst hätte ich die Anlagen jetzt einfach davor stellen können, aber egal. Dann fusionieren wir jetzt einmal zusammen, dass wir es dann gleich wieder aufsplitten können. Und zwar in genau zwei Anlagen. Nochmal hier zu. So, wo kommt das? Wo kommt der Draht jetzt raus? Hier. Eins, zwei. Kabel, 60 Kabel. So, es kommt noch ein Splitter hin, dann passt das. Ich habe es gerade noch gesagt. Jetzt habe ich hier keinen Strom mehr. Aber ich habe hier noch Strom. Ja, die Strommastenparty, sie geht einfach weiter.
Wunderbar. Dann hätten wir das auch. Und somit haben wir jetzt. Das passt natürlich wieder nicht klar. Auch die automatische Verkabelung gemacht. Aber warum kommen so super wenig Statoren an? Ach, weil der Draht jetzt gerade eben erst gekommen ist. Ja. Wie schaut es jetzt hier aus? Ich meine, es geht jetzt noch. Aber wahrscheinlich eine Frage. Ja, habt ihr das gesehen? Das wird nicht lange gut gehen. Ja, es staut sich nämlich schon nach hinten auf. Weil hier einfach jetzt mehr Stahlbahnen auffliegen. Was aber eigentlich gar nicht sein kann, oder? Weil wir sind ja komplett leer. Eigentlich kann das nicht sein. Weil die Anlage ist voll. Die Anlage ist voll. Ja, das Problem. Ah, doch, das Problem ist tatsächlich, weil wir hier so viel Puffer hatten. Das ist das Problem. Wenn wir das jetzt wegmachen, müsste es sich genau aufgehen. Anders geht's gar nicht. Dann habe ich aber keinen Stahl mehr über. Ja, weil das Förderband jetzt mehr liefert, als eigentlich drauf sein sollte. Deswegen kommt da jetzt zu viel Stahl drauf. Und dann staut sich das da oben auf. Und es staut sich jetzt immer mehr auf. Und umso langsamer kommen die Stahlstangen da jetzt raus. Es ist einfach wahrscheinlich das Beste. Wir machen es vernünftig. Wir müssen jetzt leider Gottes. Den Fusionator nehmen wir auch mal weg. Da einmal durch. Und dann dahinter. Ja, der Weg ist Gott sei Dank nicht so extrem weit. Ja, und das gleiche Problem hätten wir auch, wenn wir das jetzt so machen mit den mit der automatischen Verkabelung und mit dem Netzwerkgerüst. Wir schauen mal, dass wir hier irgendwie in die Mitte von der Foundation kommen. Genau. So. Zumachen. Jetzt mache ich es von außen zu, dass ich nicht mehr durchkomme. Ja, und hier ist das Band. Oh, das, wenn das jetzt passt, das wäre so geil. Wenn das jetzt genau eine Höhe ist. Das ist einfach so gut. Hier kommen jetzt die Stahlstangen. Ich hoffe, dass das richtige Band ist, aber ich glaube schon. Dann kommst du weg, du weg, du weg. Shit. Ganz kurz was gucken. Da sind gar keine Stahlstangen mehr dabei. Okay, gut. Hoffe ich zumindest. Ich kann das wieder volllaufen. Ne, keine Stahlstangen dabei. Ja, das ist so besser. Definitiv. Definitiv. Gut, wir gucken mal ganz kurz, wie viele Motoren wir haben. 178. Ja, es fehlen noch ein paar. Zwei oder so. Nicht so schlimm. Also, wir könnten es natürlich jetzt so lassen und sagen, okay, 8 Stück, das ist halt mega wenig. Aber sie laufen zu 100%. Hier auch. Und du auch. Wie schaut es hier aus? Eigentlich auch ganz gut.
Wir könnten natürlich es jetzt folgendermaßen machen. Wir fusionieren die beiden jetzt mal hier zusammen. Gehen hoch und machen oben das Lager hin. Dann werden die auch wirklich gleich eingelagert und oben auch gleich in den Weltraumlift reingebracht. Ja, das machen wir. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt anfangen, schalten wir schnell den Meilenstein frei, weil es dauert ja wieder 5 Minuten, bis dann. Wie viel habe ich denn jetzt? 100? 184? 184 habe ich. 85? Nee, reicht noch nicht ganz. Ah, die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt hier am blödsten rum? Ich würde sagen, da an der Wand entlang und dann irgendwie hochpfuschen. Ja, das geht schneller als gedacht. Dass wir auch unter der Foundation und den ganzen Pipelines da drunter kommen. Also so vielleicht. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Dann haben wir jetzt hier natürlich. Ne, haben wir nicht mal. Ich dachte, wir haben jetzt hier einen kleinen Höhenunterschied. Aber jetzt muss ich mal gucken, Moment. Wir kommen genau hier an. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Halt, Moment. Dann setzen wir hier. Die Mitte von der Foundation ein Förderband erstmal. Dann kommen wir hier auch sauber an der Wand runter, genau. Der ist doch perfekt, oder? Kriegt seine Stürze auch keinen. Ja, das schaut. Also von oben schaut er schon scheiße aus. Das ist. Kann man das nachträglich noch draufsetzen? Besser. Aber wenn dann da oben der Kopf drauf sitzt, merkt man das eigentlich gar nicht. Also das macht fast gar keinen Unterschied, außer dass man hier so einen kleinen schwarzen Rahmen hat. So, also intelligenter Splitter. Wir lassen uns mal noch einen Slot frei, falls wir dann nochmal irgendwas auf das Förderband anschließen, was ich jetzt bezweifle. Also links Mehrzweckgerüste und geradeaus die automatische Verkabelung. Das bedeutet, ich will jetzt trotzdem, wie viele Slots habe ich denn da hinten noch frei? 2 Stück, wunderbar. Spezial, dann habe ich das ganze Weltraumlift-Zeug nebeneinander. Eins. Und der zweite ist, die brauchen natürlich jetzt noch Strom. Habe ich hier oben gar nicht, ja? Müssen mal gucken, dass wir da irgendwie einen herbekommen. Ja, komm, wir nehmen den von hier. Ist doch perfekt. Dann setzen wir hier nochmal einen hin. So, 18 Stück und 7. Ach, scheiße, 1250 glaube ich. Das ist eine Hausnummer. Ja, das finde ich schade, dass sie, weil das ist ja wirklich ein Gebäude vom Originalspiel.
dass sie das nicht irgendwie vernünftig hinbekommen haben, dass man hier A, den Höhenunterschied nicht hat, und wenn man das zieht, wenn man rausgeht und ich jetzt mit dem Mausrad drehe, dann bewegt sich der Kopf ein bisschen. Ganz minimal, und jetzt ist es erst gerade. Ich meine, ich verstehe es bei den Gebäuden von der Plus-Mod, dass es da nicht immer geht, aber bei so einem Standardgebäude, hier sieht man es sogar noch krasser. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, das Gebäude wird einmal aufgesetzt oder einmal gebaut. Dann hier. Perfekt. Man sieht es halt auch. Weil Höhenunterschied und ein bisschen schräg ist eine schlechte Kombi. Schade. Schade, schade, schade. Naja. Aber so, jetzt haben wir automatische Verkabelung und Mehrzweckgerüste automatisiert und eingelagert. Perfekt. Finde ich eh ein bisschen besser. Ich habe letztes Mal gesagt, wir können die unten einlagern und dann mit der Hand reinbringen, weil so viel ist es nicht. Aber so ist es noch besser. Gut, wir brauchen die restlichen Motoren. Da muss ich hier noch eine Wand hinziehen. Das mache ich dann. Oder wir gehen doch übers komplette Gas. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. So, Motoren passen. Ich würde gerne. Uns fehlen noch Statoren für den Weltraumlift. Die würde ich gleich mal noch mitnehmen. Aber die Frage ist, wo waren die jetzt? Ach, die waren gleich da unten drauf. Hoffe ich. Ne, hier waren sie. Ich brauche auf jeden Fall gleich ziemlich viel Platz. Ich würde gerne das auch freischalten mit den ganzen Salz und Sand, wo wir jeweils 3000 brauchen. Da haben wir ja vor einiger Zeit da hier hinten nochmal die Anlage hingestellt. Hier. Also, dann kommen die rein. So, jetzt fehlt wirklich nur noch die beiden Sachen, die wir jetzt automatisiert haben. Dann kommen wir endlich in die Stufe 5 und 6. Geil. Dann geht's richtig los. Ja. Da müssen wir mal gucken. Ich würde auch gerne jetzt dann irgendwann mal mit dem Quantenkristall anfangen. Das ist auch so eine Sache. Bloß der Weg ist halt ziemlich weit. Aber wenn wir uns überlegen, dass da hinten das Öl hinkommt und da eh eine Plattform hoch kommt, dann ist es auch gar nicht mehr so weit bis zum Quantenkristall. Dann kann ich die Pipeline auch ziehen mit dem Schneckenschleim. Allerdings bräuchten wir erstmal Schneckenschleim. Wir haben keinen mehr. Aber das ist schnell gemacht. So. MK2 Pipelines. Wir gucken gleich mal, was die kosten. Stahl. Oh nein, Stahlstangen. Davon produziere ich ja nur noch 5 pro Minute. Gutes Lager ist voll. Sind aber bloß ein 2-mal das Deck. Ja. Ich hoffe, wir werden die nicht allzu oft brauchen, aber ich befürchte schon. Kohleenergie. Machen wir als nächstes. Dann haben wir den Scheiß auch hinter uns. Dann Hypertube. Dann haben wir das auch. Gut. So, Moment mal. Ich stelle mir jetzt mal. Hier ein großes Lager hin und ich hau mal alles rein jetzt einfach. Doch jetzt ziemlich viel Platz. Oder habe ich sogar noch Weltraumsachen dabei? Sollte passen. Ich brauche 2x 3000. Das sind 6000 Einheiten A200 das Dex. Das ist schon ganz schön viel Platz, was man da braucht jetzt.
Wir sind da drin. 4800. Du kommst mal weg. Du kommst weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Und du kommst auch weg. Na, guck mal, ich habe noch Platz. Perfekt. Und jetzt müssen wir zum Salz. Ist natürlich logischerweise auf der ganz anderen Seite. Übrigens, Leute, wenn ihr das ganze Chaos hier feiert, obwohl so chaotisch finde ich es gar nicht, dann gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache. Würde mich mega freuen. War stichprobenartig. 100%. Passt. Hier schaut es ein bisschen traurig aus, hä? Nee, passt auch. Gut, also das Salz ist hier. Irgendwo. Hier hätten wir nochmal die 22,5 Kupfer, die ich am Anfang gemeint hatte, habe, die wir noch zur Verfügung hätten, aber das wäre auch wieder weit gewesen. Relativ weit. So, Salz hier. Alles mitnehmen, passt. Dann... Spezial. Ah, Mann. Gut, dann gehe ich mit dem ganzen Salz halt jetzt hinter. Dann schmeiß mir das überschüssige Salz weg. Wird ja eh gleich wieder produziert. Hier. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt. Diamanten. So, wie geht's weiter? Miner Modul, zerkleinerer, da brauchen wir 1000 Diamanten und 500 Stahlstangen. Die Stahlstangen tun mir ein bisschen weh aktuell. Aber wenn es eine einmalige Sache ist, geht's. 1000 Diamanten. Wir gucken mal ganz kurz, wo ich diese herbekomme. Im Sortierer. Moment mal, ich schmeiße jetzt alles, was hier Sand, beziehungsweise, Moment mal, vielleicht machen wir, wir wissen es ja nicht. Ist alles rein, vielleicht brauchen wir es ja nochmal, bevor ich es jetzt wegschmeiße. Dann kann ich das Lager wieder mitnehmen. Also Sortierer. Diamanten. Und da bekommen wir auch wieder Leimdust raus. Cool. Das Problem bei den Diamanten ist... steht da ganz oben. Ist extrem hart und kann nicht vernichtet werden. Das heißt, wenn wir da... Also, wenn wir Diamanten produzieren, entweder wir leben damit, aber brauchen wir Kryolith und Wasser. Geil. Ah, Pipelines. Boah, geil. Also wir brauchen Kryolyt und Wasser und wir bekommen Diamanten und den Leimdust raus. Wir werden wahrscheinlich am Anfang damit leben müssen, dass die Anlage nicht zu 100% läuft. Weil ich die Diamanten nicht weiterbekomme. Ich müsste die weiterverarbeiten und dann irgendwie zu schreddern. Ich glaube, mit den Quarzoszillatoren geht es dann. Aber solange ich dafür nicht wirklich permanent eine Verwendung habe, laufen die Lager voll. Ich kann natürlich gigantisch große Lager machen, klar, aber ist ja ein Schmarrn. Die können nicht vernichtet werden. Dann haben wir eine kleine Stromschwankung drin. Beziehungsweise... Ne, habe ich noch nicht da. Kein Konsum dafür. Aber 1000 Stück. Das könnten wir vielleicht tatsächlich beim nächsten Mal machen. Dann müssen wir dahinter... Da hinten ist ja das ganze Kryolith. Das ist ja nicht verkehrt. Das Problem ist, wie bekomme ich die Diamanten schon wieder hierher? Ich habe keinen Platz mehr auf dem Förderband. Also auf diesem Förderband hier. Oder ich lagere jemanden hinten ein. Aber wenn ich die dann wieder brauche, muss ich wieder hinterlaufen und so weiter und so weiter. Oder wir machen es doch mal mit einem Auto. Weiß ich nicht. Muss ich mir überlegen. Also an sich ist es kein Hexenwerk. Wir ziehen das Kryolithband. Ja, irgendwo Richtung Schneckenzuchtanlage. Vielleicht, ich würde sogar sagen, dass wir das unten machen. Dass wir da nochmal eine Etage reinziehen. Ganz unten drunter. Und darauf die Diamantenproduktion machen. Weil dann tue ich mir mit dem Wasser auch leichter.
Bevor ich das jetzt wieder ganz hochbringen muss. Und dann ist es auch einfacher von da. Da können wir auch unten drunter noch die Produktion mit der Biomasse machen. Für das Auto. Und dann fahren wir einfach hierher. Ja, wo könnte man das denn vernünftig abladen? Ja, hier irgendwo. Also ist schon alles sehr dünnig hier. Am besten erst da vorne, dass wir das hier abladen. Lass ich mal runter. Genau, dann bauen wir hier eine Rampe hin. Dann laden wir das ab. Das können wir mal in Angriff nehmen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich machen. Muss ich mal gucken. Aber das wäre eine gute Idee. Dann haben wir die Diamanten auch weg. Und es vergeht ein bisschen Zeit, dass die 74 von 1000 Metzgergerüste noch eingelagert werden. Das dauert noch. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.